Agathe! Wer? Wer ist da? Du siehst aus wie eine treue Schülerin, die ich einst hatte. Vor langer Zeit. Sie existiert nicht mehr. Mentor, ich weiß, du hast an mir gezweifelt. Aber meine Reise war nicht umsonst. Sieh, was ich fand. Du hättest es dort lassen sollen. Hast du eine Vorstellung von seinem Zweck? Seine Macht? Ich hoffte, du könntest es mir sagen. Hättest du es nicht ans Licht gezerrt? Niemand müsste davon wissen. Ich will es nicht sehen. Vergrab es und vergiss es. Zermahl es zu Staub. Stecke es unter ein Alligatornest. Nie, nie wieder will ich es sehen. Also gut. Ich dachte, du würdest es als Loyalitätsbeweis akzeptieren. Jemand sagte mir, wo ich es finden kann. Du solltest dich niemals von Geschwätz leiten lassen. Und nun geh! Nicht ohne eine Warnung, Mentor. Du bist hier in Gefahr. Sage ich dir das nicht schon seit Jahren? Dummes Kind! Diese Gefahr ist neu und sehr ernst. Ein Mann, Vasquez. Ich weiß davon. Er besticht spanische Soldaten. Doch ich weiß schon, wie ich sie überliste. Ich mache mir ihren Aberglauben zunutze. Lass mich helfen! Könnte ich dich davon abhalten? Du wirst sehen. Meine Treue ist echt. Nun gut. Hör mir gut zu. Versuche, diesem Plan zu folgen. Ich verteilte Zeichen, die die Europäer in Angst und Schrecken versetzen werden. Wenn du die Anweisungen beherzigst, folgst du ihnen von Zeichen zu Zeichen und eliminierst sie lautlos, damit es wirkt wie ein Voodoo-Fluch. Und dann? Ein Fluch mag ihnen Angst machen, doch reicht das, um neue Rekruten abzuschrecken? Noch mehr Fragen? Ich dachte, du willst mir helfen. Ah, endlich Stille. Geh nun, bevor du den Moment ruinierst. Sie! Ein... Wie kindisch kann man sein? Da ist nichts. Was tust du denn da? Was glaubst du? Ich entferne es. Tu's nicht! Wir werden verflucht! Oh, wir werden verflucht? Ich hab richtig Angst. Es ist wahr.
Abrücken! Hier ist es nicht sicher! Dio santo, me ha avuto! Deserteur, komm zurück! Du kommst mir vor Standgericht! Weiter geht's, Männer. Und diesmal haltet die Augen auf und die Sinne beisammen. Möge der Herr über uns wachen. Bonjour, Schmuggler. Aveline! Lange nicht mehr gesehen. Zu lange. Hör zu, gab es in letzter Zeit ungewöhnliche Aktivitäten im Bayou? Außer den unseren, meinst du? In der Gegend tummeln sich viele Männer in spanischen Uniformen.
Wobei ich sowohl ihre Männlichkeit als auch Zugehörigkeit anzweifeln würde. Sie wurden bestochen von einem Mann namens Vasquez. Er arbeitet für... Vasquez? Sacre bleu, ich kenne diesen Namen. Ich habe Soldaten belauscht. Er will morgen ein Versorgungsschiff umleiten. Wenn wir es nicht zuerst tun. Ich mag, wie du denkst. Habe ich es nicht gesagt, Elise? Ich liebe, wie sie denkt. Auch mir steht der Sinn nach einer Umleitung. Darf ich vielleicht einen Vorschlag machen? Der Leuchtturm am Lake Pontchartrain. Wenn du ihn manipulierst, dann erreicht das Schiff vielleicht nie seinen Hafen. Roussillon, ich mag, wie du denkst. Habe ich es nicht gesagt, Elise? Ich liebe, wie er denkt. Thank you.
du wieder betrunken? Avelin, es ist vollbracht. Das Schiff steckt im Schlamm fest. Jetzt bekommt ihr eure Beute. Und ich mache Vasquez einen Kopf kürzer. Und dann wird gefeiert. Avelin, ich sammle meine Männer. Wir treffen uns am Schiff. Und das Plündern kann beginnen. Elise, sind deine Männer bereit? Bereit? Die können sich kaum zurückhalten. Bitte, du musst mir mit den Wachen helfen, bevor unsere Männer das Schiff stürmen und dabei durchlöchert werden.
werde dich hängen, Weib. Wow, Aveline, das war spektakulär. Ich bedauere nur, dass Vasquez nicht an Bord war. Na komm, es ist noch nicht aller Tage Abend. Vielleicht hilft dir das hier ja. Que se passe-t-il?